Diese Sendung wird unterstützt von Aquadynamik, die Wasserbett-Spezialisten. Und Meggert G&C Bautechnik AG, ihr Spezialist für Abschalungs-, Sicherheits- und Fixationstechnik. Gemeinsam alle Höhen und Tiefen überwinden. Das ist, was man sich als Familie wünscht. Grüezi und herzlich willkommen beim Finster zum Sonntag. Unser Thema heute: durch dick und dünn. Aber wenn das Schicksal zuschlägt, wird dieser Vorsatz schnell zum Härtetest. So wie bei Esther und ihrer Familie. Nach einer schweren Hirnblutung muss sie sich zurück ins Leben kämpfen. Ihr Mann Rudi und ihre Kinder stehen ihr dabei tatkräftig zur Seite. Auch Evelyn und ihre Zwillingsschwester Andrea gehen zusammen durch dick und dünn. Lang sind sie unzertrennlich, aber dann ändert sich das. Zuerst zum Attila und seinem Vater Erwin. Auch ihre Beziehung wird auf die Probe gestellt. Keine einfache Situation, wenn ein Vater muss mit anschauen muss, wie sein Sohn immer mehr in Drogen rutscht. Aber aufgeben war für ihn nie ein Thema. Attila Plüss hat zusammen mit seiner Frau ein Fest für seinen Vater organisiert. Die Familie feiert seinen 78. Geburtstag. Ich mache es gerne, erstens grillieren. Und für den Vater mache ich es sowieso gerne. Und für die Eltern kein Thema. Und für die ganze Familie freut mich, wenn sie da sind und es genießen. Marian und Erwin freuen sich über das Zusammensein mit ihren Kindern und Enkelkindern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es etwas Wunderbares ist, was du erleben als Vater und Schwiegervater mit deinen Frauen so hier zu wohnen, wo so ein Frieden ist und so ein Verständnis füreinander. Also für mich ist das grossartig. Eine Freude, ein Glück vom Leben, oder? Dass das nach allem, was wir eigentlich mitgemacht haben, so gut rausgekommen ist. Solche fröhliche und ungezwungene Atmosphäre gab es hier in diesem Haus nicht immer. Als Attila harte Drogen nimmt, beginnt für ihn und seine Eltern eine schwierige Zeit. Ja, mit 13 das erste Mal gekifft und durch Kollegen auch. Ich habe schon regelmässiger gekifft. So hat das angefangen, immer etwas mehr. Bis dann mal Anfangs 90er Jahre, auch war das Ende 80er, die Heroin, Folie rauchen, so ein bisschen aufgekommen ist. Und dann habe ich das auch probiert. Das Gefühl war gut. Und dachte, ja, ich werde nicht süchtig, ich habe es im Griff. Irgendwann merkst du, ja, nein, es ist spät, du bist süchtig, dann machst du weiter, hast zu wenig Kraft vielleicht zum Aufhören. Es ist schnell passiert. Das Alte auf der Schütze hat das angefangen. Ich war sicher sehr rebellisch, auch einen strengen Vater gehabt und habe mich dort schon irgendwie loslösen. Ich habe keinen konkreten Grund zu sagen, warum. Sicher, du hast deine Probleme in der Pubertät. So kannst du natürlich die ganzen Probleme ausblenden. Als ich schon gearbeitet habe, natürlich das ganze Geld gebraucht, das ich verdient habe. Du warst immer irgendwie auf der Suche nach Geld. Du hast auch der Mutter zum Portemonnaie aus Geld gestohlen. Später habe ich angefangen zu dealen, dass ich es überhaupt finanzieren kann. Seine Eltern wissen von Beginn an Bescheid. Sie versuchen, ihn so gut wie möglich zu begleiten. Aufgeben oder ihn aus dem Haus schicken, ist für sie kein Thema. Ja, man muss auch einmal akzeptieren. Da müssen wir durch. Da gibt es keine Blitzlösung. Oder? Das hat ihm schon innerlich aufgewühlt, aber hast auch auf der anderen Seite gewusst, also jetzt als Familie und als Eltern. Da müssen wir durch. Wir können einfach jetzt noch das Beste machen. Ja, irgendwie will man es auch nicht so wahrhaben zuerst. Man hat vielleicht zwischen schon gedacht, was hat man auch eigentlich falsch gemacht, dass das so gekommen ist? Es ist dann gerade ein bisschen viel miteinander gekommen. Und irgendwie hat man sich dann schon ein bisschen in Frage gestellt, das ist schon so. Wenn man
der Zieg falsch oder was. Und das ist ungeahnt. Attila führt weiter ein geregeltes Leben und kann seine Lehre als Metallbauschlosser beenden. Da, wenn er nicht gearbeitet hat, hätte ich das nicht prestiert. Wenn er dort den ganzen Tag da oben gehangen wäre, gelegen wäre bis Mittag und wie es viel ist, das hätte ich also nicht mehr verleiden. Wenn man Rot holen ist, ist man nicht irgendwo noch immer her, sondern wir haben wirklich das so gemacht und haben gesagt, so, ich bleibe immer bei mir. Ist da ein Psalm dazu? Oder ich habe mit dem Himmel geredet und gesagt, ich sollte jetzt wieder eine Kraft haben. Als Attila beim Dielen von der Polizei verhaftet wird, lassen die Eltern ihren Sohn nicht alleine. Sein Vater begleitet ihn zu mehreren Gerichtsterminen. Das habe ich in der Verantwortung gesehen. Da musst du dabei sein, oder? Ja, im Unterbewusstsein hat es mir sicher viel bedeutet. Ob schon, dass ich es nicht so realisiert habe in diesem Zustand, weil ich bin auch vor Gericht natürlich nicht nüchtern war, sondern auch darauf, immer hast du deine gewisse Dosis ausgebraucht. Oder? Das die haben noch mal gesagt, das weiss ich noch, wie kommen hinter dir hocken, oder als Wotti. Und das war alles eigentlich. Die Richter haben mir noch vorgestellt, oder, dass das, wenn ich komme, der Vater kommt, habe ich jetzt also noch eingeschätzt. Also, das wird sicher beachtet, habe ich gefunden. Das glaube ich auf jeden Fall. Sicher eine positive Auswirkung für mich. Also, das Urteil weniger hart. Und dass der Richter auch sieht, da ist irgendwo noch Halt rum, oder für mich eben eine Familie, die hinterher steht. Sicher eine positive Auswirkung. Attila versucht immer wieder, von den Drogen wegzukommen, auch nach dem Gerichtsurteil in Olten. Nach 6 Jahren Sucht schafft er den definitiven Entzug. Er schließt eine Therapie in einer christlich geführten Station an. Gut, ich bin natürlich so aufgewachsen, eben auch christlich. Und habe das mitbekommen, Gott sei Dank. So prägt war. Und es hat sicher eine grosse Rolle gespielt. Es hat auch viele Leute, die gebetet haben. Und ich wusste auch, Großmutter zum Beispiel. Und das habe ich schon geglaubt, da habe ich mich schon fest dran gehabt. Das ist etwas, was immer tief in meinem Bewusstsein war. Eigentlich. Und darum wollte ich eigentlich auch so nach ihm her. Weil da drin ist noch die Hoffnung. Oder? Sonst habe ich keine Hoffnung mehr gesehen. Das Verhältnis hat eigentlich an dem sich positiv entwickelt. Oder? Also man wusste, jetzt ist der Attila auf dem Weg und er ist selbstständig den Weg gegangen mit grossen Konsequenzen. Das hätte er alles müssen durchstehen, oder? Jetzt sagen, du, jetzt bin ich da wieder und ich komme von dort, oder? Attila findet sich rasch wieder im Alltag zurecht. Er kann bei einem früheren Arbeitgeber anfangen und zieht von zu Hause aus. Heute wohnt er erneut in diesem Haus, zusammen mit seiner Frau, den 2 Töchtern und seinen Eltern. Es hat mich neunmal feiner gemacht. Im Empfinden auch. Und auch weniger hart in der Kritik am anderen Menschen gegenüber. Das hat mich sicher geprägt und mehr Verständnis für den Nächsten. Also sicher ist man auch ein bisschen toleranter geworden. Also nicht am Schlechten gegenüber, aber einfach am Menschen gegenüber. Toleranter. Und vielleicht habe ich gemerkt, dass ich einfach nichts selber kann. Dass ich total abhängig bin. Sonst geht es nicht. Ich habe gelernt oder gemerkt, wie wichtig es ist, dass man eine Familie hat, die hinter einem steht, Eltern hat, zu einem stehen und einem die Grenzen weisen, wenn es nötig ist. Und die Liebe haben zu einem. Wirklich. Die Verbindung zwischen Zwillingen ist von vielen Mythen umwoben. Sie sollen gleich empfinden, gleich denken und sogar über grosse Distanzen miteinander verbunden sein. Andrea und Evelyn sind so ein eigener Zwilling. Und tatsächlich sind sie seit Geburt unzertrennlich. Aber dann entwickelt sich ihre Leben in unterschiedliche Richtungen. Nur 2 Zentimeter unterscheiden Andrea und Evelyn. Evelyn ist grösser, Andrea dafür 7 Minuten älter. Dass sie sich ansonsten zum Verwechseln ähnlich sehen, wussten sie früh zu nutzen. Im Kinski haben wir zum Beispiel die Finken gewechselt, weil der Kinski-Lehrer hat immer auf die Finken geschaut. Oder in der Schule haben wir Plätze gewechselt. Also das Beste war, dass wir den Vater immer durcheinander bringen konnten. Ja.
Und da ist dann amigs nicht gerade hässig geworden, aber ich habe mir jetzt dann ein bisschen gemerkt, dass langsam, jetzt kann ich es immer noch nicht, sind doch meine Töchter. Die Zwillinge wachsen in Lies im Kanton Bern auf, gemeinsam mit ihren Eltern und zwei älteren Schwestern. Trotz aller Ähnlichkeit lassen sich früh auch Unterschiede feststellen. Sie ist zum Beispiel mit den Buben geschuten und ich bin halt doch lieber mit den Mädchen umgehängt. Ja, es ist glaube ich, wirklich der markante Unterschied im Bubenhaft, im Damenhaft. Innerlich sind wir ein Herz und eine Seele, gell? Die Schwestern teilen alles. Freunde, Kleider und auch den christlichen Glauben. Andrea ist das Zugpferd der beiden. Als sie sich im Jugendalter taufen lassen will, zieht Evelyn nach. Ich habe ihr immer alles nachgemacht. Sprich, von Kinderkrankheiten an bis Unfall. Aber auch, sie hat sich taufen lassen und ich wusste, das wollte ich auch mal. Und 3 Jahre später habe ich mich auch taufen lassen. Mit 16 entscheiden sich beide für eine Lehre zur Hauswirtschaftsangestellten. Gemeinsam ziehen sie nach Eggeri in den Kanton Zug. Sie beginnen im christlich geführten Zentrum Ländli mit der Ausbildung. Ich habe sie gezwungen. Schon? Nein, wir sind zusammen schnuppern. Und für mich war klar, dass ich hier die Lehre machen will. Und sie hat dann zuerst gesagt, nein. Und ich habe gesagt, ohne die gehe ich nicht. Und dann ist sie dann schlussendlich mitgekommen. Hallo! Hallo! Ja, da können wir ja zwei, die wir kennen. Während der Ausbildung im Zentrum Ländli lernt Andrea ihren zukünftigen Mann kennen. Die Wege der beiden Schwestern beginnen sich zu trennen. Es war am Anfang schwierig. Also für mich, ich war natürlich voll auf den Christoph verliebt und alles. Oder? Und dann ist halt, ja, Christoph an erster Stelle gestanden. Und Evelyn ist dann ein bisschen eifersüchtig geworden. In der Zeit habe ich gedacht, also ich möchte auch noch mit Andrea etwas abmachen. Aber ich traue mich manchmal fast nicht anzuleiten, zu fragen, darf ich kommen, wenn eben gerade Christoph da war und nur am Wochenende da war. Da habe ich manchmal schon etwas gehadert. Als ich dann wieder etwas mehr mit Evelyn abgemacht habe oder einfach gesagt habe, dieser Abend ist für die Zwillingsschwester, ist er dann schon etwas eifersüchtig geworden. Und dann mussten wir einen Mittelweg finden, den wir dann noch gefunden haben. Und es war dann für alle okay. 2001 heiratet Andrea. Evelyn ist Trauzeugin. Das frisch verheiratete Paar zieht nach Basel. Wir haben ein paar Jahre zusammen erlebt. Und es ist schon eine enge Beziehung, halt, die durch den Schnitt eigentlich ein bisschen gebrochen wurde. Aber wir haben gewusst, ja, wir sind tief verbunden miteinander und das wird bleiben. Evelyn bleibt in Eggeri zurück. Sie findet neue Freunde und baut sich ein eigenes Leben auf. Es war für mich wie, für mich fängt jetzt ein neuer Lebensabschnitt an. Und es hat auch für mich geheissen, auf eigene Füße stehen. Also nicht, dass ich das vorher nicht wäre. Aber eben weil sie doch für mich persönlich war, wie wir vorhin schon gesagt haben, dass ich viel nachgemacht habe, hat das jetzt für mich geheissen, jetzt darf ich meinen eigenen Weg gehen und habe den eingeschlagen. Obwohl wir Zwillinge sind, wir gleichen uns sehr, habe ich dann gemerkt, aber ich bin eben gleich einzigartig. Die Treffen der beiden Schwestern werden seltener. Andrea gründet eine Familie und bekommt 3 Kinder. Evelyn bereist die Welt und bildet sich weiter. Das hat mich nicht gestört. Überhaupt nicht. Aber manchmal denke ich, ja, so die Freiheit ist so weg bei mir. Man muss sich wieder mehr absprechen, was machen wir. Ja, aber ich habe das gönnt. Sie müssen nun ihre Treffen bewusst planen. Häufig ist es Evelyn, die zu Andrea und ihrer Familie fährt. Es war manchmal nicht so einfach, weil ich eben doch auch mein eigenes Leben habe aufbauen. Aber wenn ich dann bei ihnen war, konnte ich es auch geniessen oder geniesse es immer noch, wenn ich gehen kann. Und dann ist der Abschied damals nicht so einfach. Im Jahr 2011 verstirbt eine ihrer älteren Schwestern. Für mich war es schwierig, weil ich in diesem Moment hochschwanger war mit unserem 3. Kind. Und ja, das Gefühl haben durcheinander gespielt, ein Wellenbad, auf und ab. Und ja, es war etwas, ich konnte mich darauf freuen, auf ein neues Leben, aber gleichzeitig auch schwierig, einen lieben Menschen loszulassen. Der Schicksalsschlag rückt sie wieder näher zusammen.
viel, ja, denke jetzt, wo nicht an Gott glauben, die fragen sich ja, was ist denn nach dem Tod? Und das ist bei uns so wie eine Sicherheit, ja. Wir sehen einander wieder. Es wird wieder ein Treffen geben, wo wir uns wieder in die Arme nehmen können. Und ja, das ist schon etwas, das stärkt. Es war nicht einfach, so über den Glauben zu reden, weil irgendwo, ja, du hast die Schwester verloren und denkst, hey Gott, was soll das? Und mit der Andrea konnte ich es am ehesten wieder können. Mein Mann telefoniert wieder. Mhm. Ja, und auch irgendwie einander zu sagen, es ist schön, bist du da. Einmal im Jahr verbringen sie ein gemeinsames Wochenende. Also ich habe also ältere Zwillinge vor mir, die also im gleichen Altersheim sind, den gleichen Haarschnitt haben. Und irgendwo träume ich von dem, dass wir mal so alt sind, auch, dass wir wieder mit zusammenkommen. Genau. Das Ziel haben Rosmarie und Walter Bühler schon erreicht. Sie haben bereits die goldige Hochzeit gefeiert und wohnen jetzt im Altersheim zu Winterthur. Ich bin sie besuchen und habe mich erkundigt, wie man es schafft, über 50 Jahre zusammen durch dick und dünn zu gehen. Grüezi miteinander, Herr und Frau Bühler. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen für unser Gespräch. Jetzt nimmt es mich schaurig Wunder, wie haben Sie sich denn kennengelernt? Wir sind beide in der gleichen Gemeinde. Und so ist man eigentlich einfach so leicht miteinander bekannt worden. Und wie hat das nachher angefangen zwischen Ihnen beiden? Ziemlich schüch, gell? Ein Jugendfreund von mir hat auch gesagt, und jetzt Rosmarie. Man kann ist erst verschwunden und hat Angst gehabt. Und hat sich immer versteckt, gell? Ja, nachdem, dass du den Brief geschrieben hast, du sagst es nicht. Ich sage es nicht, ja, du hast Angst gehabt. Nachher habe ich mich auch zurückgezogen. Dann haben Sie sich zuerst verliebt, Frau Bühler, dass er Ihnen einen Brief schreibt. Wie ist das gegangen? Ja, haben wir so ein bisschen auf ihn geschaut und so. Und ja. Ich kann nicht sagen, vielleicht ganz verliebt, aber so ein bisschen, vielleicht einfach ein bisschen Sorge gehabt und so. Und da hat er es einfach noch nicht gesehen und nachher ist es eine Weile gegangen und da kommt der zweite Brief und da habe ich glaube zuerst noch gedacht, ja, was ist jetzt wieder nicht recht? Und da warst du anders gewesen. Und dann haben sie geheiratet und dann hat ihre Ehe leider mit einem Schicksalsschlag angefangen. Ja. Sie sind nämlich schwanger geworden mit dem ersten Kind und dann, was ist passiert? Also unser erstes Kind ist da gestorben. Das haben wir, habe ich mit 7 Monaten, oder nicht ganz 7 Monaten, ist es leider geboren und hat die Geburt nicht überstanden und das Kind selber ist auch eigentlich nicht noch ganz alles normal gewesen. Ist das etwas gewesen, was Sie belastet hat in der Ehe, dass Sie jetzt nein, das Kind? Nein, wir miteinander Und Gott das Hand angenommen und dreht. Und gehofft, ja, dass Gott uns noch wieder ein anderes Kind schenkt und, ja, und darf gesund sein. Heute haben Sie 3 Kinder und 6 Enkelkinder. Ja. Was würden Sie den jungen Ehepaar für einen Tipp geben? Was kann man machen, dass man so wie Sie über so viele Jahre zusammen durch dick und dünn gehen kann? Einander immer wieder vergeben, wenn etwas passiert ist. Eine Dissonanz oder eine Meinungsverschiedenheit. Dass man einander das wieder verzieht und einander wieder in der Liebe dreht. Aber das ist ja manchmal auch nicht so einfach. Also mit Gottes Hilfe geht es. Alleine geht es sicher nicht so einfach. Aber mit Gottes Hilfe. Ja. Gottes Hilfe ist immer grösser, als die Umstände sind. Was schätzen Sie denn am meisten aneinander? Ja. Dass man einander lieb hat und Rücksicht nimmt. Ja, einander hilft, ja. Und einander beisteht. Danke vielmals, Herr und Frau Bühler, dass Sie sich Zeit genommen haben. Alles Gute wünsche ich Ihnen. Ja, danke. Merci. Gesunde Kinder, Erfolg im Beruf und eine glückliche Ehe. Esther und Rudi haben alles, was man sich wünscht. Aber dann werden sie auf eine harte Probe gestellt. Alles fängt an, wo Esther vor 5 Jahren über ein scheinbar harmloses Kopfweh klagt. Jeden Tag geht Esther joggen.
manchmal sogar zweimal. Die leidenschaftliche Sportlerin hält sich damit fit. Es gibt mir das Gefühl von wieder gesund sein, wieder können zurück zur Normalität kommen. Es ist sehr, sehr wichtig für mich, die Bewegung, frische Luft oder man trifft irgendjemanden. Also ich mache das sehr gerne. Dass sie heute ihrem Hobby wieder nachgehen kann, ist nicht selbstverständlich. Vor 5 Jahren hätte sie die Fähigkeit zu laufen beinahe verloren. Die Qualitätsmanagerin arbeitet wie ihr Mann in einem Krankenhaus. Eine anstrengende Woche liegt hinter ihr. Ich habe Überzeit geschafft und am Samstag war noch Tag der offenen Tür, bis eben ich einfach so starke Kopfschmerzen hatte, dass ich dann selber das Gefühl hatte, nein, das bringt nichts, ich kann da nicht mehr hören. Ich muss jetzt einfach ins Bett, eine lange gute Nacht und dann ist alles wieder gut. Bis später weiss ich nachher gar nicht, was passiert ist. Und das war natürlich sehr, sehr komisch, auf einmal zu erwachen und die Leute einem sagen, hey, du hast auch noch Glück gehabt, dass du überlebt hast. Und ich dachte, das haben wir. In Esthers Gedächtnis fehlen 6 Wochen. Ihr Mann Rudi erinnert sich an die Nacht vom 21. September 2009. Esther hat ganz, ganz schwere Kopfschmerzen entwickelt. Sie ist nachher bewusstlos geworden. Sie hat, glaube ich, ganz einen ganz starken epileptischen Anfall gehabt. Dann habe ich gewusst, jetzt ist es ganz, ganz schwierig. Jetzt ist es ganz ernst. Jetzt ist etwas sehr Schweres passiert. Und ich habe wirklich um ihr Leben bangen. Und die Ärzte sind dann gekommen und haben gesagt, ja, es ist eine schwere Hirnblutung. Es war wirklich eine schwere gewesen. Und man weiß nicht, ob sie es überlebt, wie es rauskommt. Aber sie werden ihr das Möglichste machen. Und dann haben wir gewusst, ja, jetzt müssen wir ihr Leben einfach, ja, wie auch Gott geben und sagen, jetzt können wir nichts mehr anderes dazu tun. Esther überlebt. Nach mehreren riskanten Operationen öffnet sie wieder die Augen. Doch nichts ist wie zuvor. Zuerst war ich im Rollstuhl und nachher dann mit dem Rollator umeinander gelaufen. Und das war schon schlimm, so etwas Alltägliches, das man für alles brauchte. Können laufen. Das hat mir wirklich das Gefühl gegeben, dass ich sehr, sehr krank bin und sehr einen weiten Weg habe, wenn ich wieder gesund werde. Esther erholt sich langsam. Aktivitäten wie Laufen, Radfahren und selbstständig Essen muss sie neu erlernen. Nach 3 Monaten Rehabilitation kehrt sie nach Hause zurück. Doch auch hier ist sie von Rudi abhängig. Ich wäre sehr gerne selbstständig geblieben. Das war ein schwieriges Gefühl gewesen. Ich denke, ich kann es ja gar nicht so, wie ich es möchte, die Sachen daheim erledigen. Und, ja, das habe ich als sehr schwierig empfunden. Sonntag ist Familientag. 3 ihrer 4 Kinder kommen zum Mittagessen. Nach dem Hirnschlag mussten sie sich mit einer veränderten Mutter abfinden. Tochter Stefanie erinnert sich an einen Besuch in der Reha. Dort ist es mir so richtig eingefallen. Ich dachte, wow, sie kann nicht mal mehr selber aufstehen. Ich kann nicht mit ihr zu Mittag essen, weil die Gefahr vom Verschlucken, wie sie sich ablenkt, zu hoch gewesen wäre. Es war speziell, weil sie hat halt schon eine mega Mutterrolle hatte. Und nachher, wenn man das Gefühl hatte, jetzt muss ich auf sie schauen und schauen, dass sie nicht umgeht oder ihr helfen beim Laufen. Und das war aber auch schön, sie zu unterstützen in dem Sinne. Die Hilfe der Kinder ermutigt Esther immer wieder aufs Neue. Also rein psychisch natürlich durch ihre Fröhlichkeit und was sie erlebt haben, das hat mich wieder zurück zur Normalität gebracht auch. Und gut rein praktisch unterstützt haben sie schon, dass viele mit mir sind Auto gefahren, wenn ich etwas musste posten oder manchmal jemanden besuchen oder so, dann haben sie sich vielmal angeboten zum Schnellfahren. Die Zeit war für mich so wieder Zusammenkunft eigentlich. Also wir haben wieder viel stärker zueinander gefunden in dem Moment. Wir sind aufeinander eingegangen, wir haben gewusst, wir sind allein und wir hatten sich einander vor allem gehabt. Nach dem Hirnschlag kann Esther nicht mehr in ihren Job zurückkehren. Kurzerhand packen sie die Koffer und reisen 4 Monate lang um die Welt. Es war für uns wichtig, gemeinsame Zeit zu erleben, um das wieder einmal aufzuschaffen. Und wir haben gedacht, ja, wir wollen das Leben mal noch geniessen, wer weiß, wie es weitergeht nach so einer schweren Erkrankung. Wir haben keine Garantie, dass nicht wieder etwas kommt oder dass die Lebensqualität vielleicht schlechter wird. Das war irgendwo eine grosse Herausforderung, weil mein Orientierungssinn ist seit dieser Krankheit viel weniger gut. Und durch das viele umeinander reisen und viele verschiedene Hotels kennenlernen, also das war eigentlich ein sehr gutes Training für mich.
Obwohl ihre Familie zu ihr hält, fällt es Esther schwer, sich mit den Folgen ihres Hirnschlags abzufinden. Ein Lidkrampf lässt ihre Augen zucken, eine schwere Belastung. Ich bin halt ein bisschen ungeduldig. Ich denke immer, es sollte jetzt alles wieder so sein, wie es früher war. Also, es ist noch schwierig, das Gefühl, nach 5 Jahren ist noch nicht wirklich alles gut. Aber es ist dann für mich einfach quasi eine Lernsituation gewesen, um Gott gleich vertrauen, dass er das Richtige macht und das Richtige zulässt, auch wenn ich natürlich nicht weiss, warum. Also die Warum-Frage war sehr, sehr intensiv, eine Weile lang, bis ich einfach muss sagen, ich weiss jetzt halt auf dieser Erde das nicht. Ich probiere es einfach quasi so viel wie möglich eben gut zu werden, gut machen, was immer ich willentlich beeinflussen kann und halt den Rest lernen zu akzeptieren. Aufgeben kam auch für Rudi nie in Frage. Es ist doch der Mensch, den man kennt, den man geheiratet hat, den man liebt. Und vieles ist noch gleich. Und ich glaube, was durchtreibt, ist doch die Liebe. Und man geht um mit den Veränderungen. Man lernt auch irgendwie das Neue kennen. Und manchmal ist es ganz lustig. Es sind neue Aspekte, die vorkommen. Und das kann man auch sehr, sehr schätzen, wie es auch in einer neuen Situation zu und her gehen. Man weiß, dass man alles will tun, dass ja, dem Menschen besser geht. Und man probiert und probiert. Das ist ein riesiges Geschenk. Jetzt ist die Situation schon, dass er mich sehr unterstützt hat. Und er war wirklich immer optimistisch. Ich glaube, ich hätte nie so zurück ins Leben gefunden alleine. Ich denke, es sind die stillen Momente, wo man wirklich allein mit Gott ist und ja, nach Antworten ringt in diesen schwierigen Situationen. Und ich denke, man hört das auch einfach. Und ich denke, es ist in dieser Stille, wo man auch Kraft schöpft. Seit ihrer Hirnblutung hat Esther keine Gitarre mehr gespielt. Mir hat irgendwie einfach Kraft in den Finger gefällt und nicht mehr das präzise können abdrucken, das Schäblatt nur. Das ist natürlich sehr schön, das Gefühl, dass es ein Bereich ist, der ja langsam wieder sich stabilisiert. Ich denke, für den Zustand, wo ich drin war, ist einfach ein riesiger Unterschied. Da bin ich Gott sehr dankbar, dass ich auch wieder ein normales Leben führen kann. Mit dem Glauben, persönlich Glauben und die Familie im Rücken zu haben. Das sind die zwei Sachen, die mir die Lebensfreude wieder gegeben haben, die Motivation wieder gegeben haben, um einfach weitermachen, das Beste rausholen, was man irgendwie kann. Damit sind wir am Schluss von unserer Sendung. Wenn Sie sich gerne mal möchten, im Zentrum Ländli verwöhnen lassen, dann machen Sie mit bei unserem Wettbewerb. Wir verlosen das Wellness-Wochenende für 2 Personen. Beantworten Sie einfach folgende Frage bis am nächsten Donnerstag. In welchem Kanton sind die beiden Zwillingsschwestern Evelyn und Andrea aufgewachsen? In einer Woche trifft Rudi Josoran den Ike Johnson. Als Tischtennis-Junioren-Weltmeister hat er grosse Erfolge gefeiert. Später hat ihn ein Bürgerkrieg zu einer abenteuerlichen Flucht gezwungen. Und die Woche darauf geht es bei uns ums Leben mit Parkinson. Aktuelle Informationen über unsere Sendung finden Sie übrigens auch immer in unserer Programmzeitschrift, im Schaufenster. Das können Sie gerne kostenlos abonnieren. Jetzt wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Schön, sind Sie dabei gewesen und bis zum nächsten Mal. Ade miteinander. Diese Sendung wurde unterstützt von Aquadynamik, die Wasserbett-Spezialisten und Merget G&C Bautechnik AG, ihr Spezialist für Abschalungs-, Sicherheits- und Fixationstechnik.